Hallo, ich bin die Mary und ich starte schon mal die Aufnahme. Weiter geht's. So, ich bin wieder da. WB. WB. Eine Runde Asylum auf Profi. Im Landscreen. Das Tony neben mir grinst, weil er sich immer freut. Hier im Landscreen hängen bleibe. Ja, 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 ja. Oh, okay. Ich glaube, für Asylum ist es echt, weil wir haben Asylum sowieso schon mal so viel rumrennen müssen. Gucken, sind wir wieder? Ein bisschen Overkill, denke ich auch. Da war wieder der Bug. Da war wieder Helium, Soli. Ich hatte Helium Not. Challenge? Oh, schön. Was mal? Machen wir mal dasselbe? Eigentlich genau dasselbe. Welche Challenge? Also nur im Van reden, ja? Oh Gott. Das stelle ich mir hier echt. Wir finden gar nicht den Weg raus. Was ist los? Ich habe gerade so gestanden, dass mein Kopf im Bild, im Fernseher drin war und ich habe euch nicht mehr gesehen. Das, man kann hier irgendwie mit dem Kopf rausbacken, oh Gott. Oh, Bugs. Shut up. Und Copyright. Okay, kurz noch, wir brauchen ein Foto vom Geist, den Bewegungssensor, EMF-Reader. Er heißt Richard Taylor und antwortet auch auf Gruppen. Das ist sehr gut. Richard Taylor. Was nehmt ihr mit? Vielleicht sollten wir das ein bisschen absprechen. Okay, nein. Ja, ich nehme Thermometer und Licht mit, weil das sind so die wichtigen Sachen, mit denen man am besten findet, glaube ich. Nehme ich mal eben mit Temperatur und... Ja. Ich nehme mir als drittes noch einen Audiosensor mit, dass wenn ich den Raum habe, dann kann ich den Audiosensor reinhängen und dann sehen wir auf der Karte, wo der ist. Okay. Klingt gut. Nehmen wir noch die Geisterbox mit. Geht auch mal gut. Einer hat keine Kopfkamera. Wer war das wohl? Hust. Ich habe gerade einen fünfzehner Ausschlag mit dem Parabolmikrofon. In welche Richtung? Was? Wo? Wofür? In die rechte Richtung. Dann gehen wir alle nach rechts. Checken. Alle rechts. Ich habe gehört, dass vielleicht man sogar mit dem Mikro den Geist einfach suchen finden kann. Echt? Von was? Ich habe letztens erst gehört, dass man mit dem Mikrofon, wenn man das in eine Richtung hält und das auf den Geist zeigt, dass man ihn auch einfach hört dadurch. Also es einfach quasi die Richtung anzeigen kann, ob man das sagt oder nicht, aber wenn du rechts hast, würde ich aber mich auf rechts verlassen. Angriff! Yay! Silent Hunters. Mit dem Soli hinterher. Oh. Licht vergessen. Dürfen wieder nicht reden, selbe Challenge wie eben. Man darf sich nur unterhalten, wenn man im Van ist. Natürlich hier nochmal eine ganze Ecke schlimmer. Weil verdammt groß. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich zweifle ein bisschen dran, aber wir probieren es mal. Suche auf jeden Fall schon mal per... Links ein Bumsen hier. Thermometer. Bist du da? Kannst du mich hören? Bist du hier irgendwo? Kannst du dich mal bemerkbar machen? Bist du hier? Bist du hier? Kannst du mich hören? Machst du hier fett Party, wenn keiner da ist? Bad Party? Hier war schon jemand. Vielleicht müssen wir wieder runter. Ja, ist natürlich denn da so lange. Ist ein bisschen schwierig, wenn keiner redet. Wir finden nichts. Das ist nicht gut. Hier ist noch eine Tür, die Tür zu. Wir waren hier noch nicht drin. Ich bin ja ein bisschen gespoilert, dadurch, dass der Soli neben mir sitzt. Das ist gerade die Geisterbox. Die Geisterbox gehört. Eine Halluzination. Reinhold. Ich darf nicht mit dir reden.
War wirklich was los ist hier natürlich nicht, ne? Ich hab schon wieder vergessen, wie der Geist heißt. Aber komm, zeige deine Präsenz. Bist du da? Kannst du uns hören? Kannst du dich zeigen? Bist du hier? Hallo? Kannst du was machen? Kannst du dich kurz raustrauen? Bist du da? Hallo, hallo? Oh Gott, das ist die Geisterbox. Die Geisterbox gehört. Hallo, hallo, Geist, 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 Geist. Geist, 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 Geist. Ja. Hinten war schon mal jemand drin gegangen. Also wahrscheinlich nicht oben. Doch mal runtergehen. Ich habe es mit Körpersprache, muss ich erzählen. Wer blinkt hier rum? Ah! Gibt tatsächlich einen Knochen im Asylum. Verrückt? Ich glaube, den haben wir noch nie hier gefunden. Ist aber nicht der Raum, den wir suchen. Das ist leider doch nicht. Licht wieder aus. Dann kann den doch weiter mit ihrer Geisterbox spielen. Was wir nicht hören, weil wir dürfen nicht reden. Ja, dann müssen wir einfach mal runtergehen. Wenn der Solly den Ausschlag hatte in die Richtung, das eigentlich nur bedeuten, dass das vielleicht unten ist. Obwohl ich jetzt keine Ahnung habe, wo der Solly jetzt ist. Wo ist die Treppe? Wo ist eigentlich die Treppe? Kannst du uns hören? Kannst du dich hören? Kannst du irgendjemanden hören? Hallo, bist du da? Wer ist die Pups? Lebt der Solly eigentlich noch? Das ist natürlich auch schwierig, ne? Man weiß gar nicht, ob noch alle leben. Wenn der zum Jagd war und der Solly unterwegs ist. Ah, da geht's runter. Mach hier mal das Licht an. Wenn wir es vielleicht. Hallöchen, Freunde! Oh. Wenn ihr rechts rumgeht und die Treppe runtergeht, liegt an einer Stelle ein Parabolmikrofon, bei dem ich Gefriertemperaturen hatte. Ansonsten sieht's mit der Sanity so aus, dass alle über 70% sind, außer ich. Viel Spaß weiterhin. Wünscht euch der Soli. Wir sind auch Minustemperaturen. Wieder ein Flurgeist. Was ist denn hier los? Oh, wollte ich nicht. Hat der gute Entwickler jetzt so viel... Er hat ja ein bisschen daran gedreht, dass der Geist sich auch mal ein bisschen bewegt von einem Raum zum anderen. Aber gefühlt ist er jetzt noch in irgendwelchen Fluren unterwegs. Strange. Ja, aber mehr habe ich nicht. Da muss ich erstmal wieder hoch. Natürlich haben wir wieder oben erst alles abgesucht und gehen dann runter. Und da unten ist dann natürlich auch was. Hallo. Der Herr. Muss ich wieder gucken, wo der Ausgang ist. Hier lang? Der Weber gerade hin ist? Will er mir was zeigen? Ah, danke. Oh, Lichtschalter. Die sind mir bisher noch nie aufgefallen. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Also direkt vor der Treppe waren auch Gefriertemperaturen. Ja, Bewegungssensor-Quest haben wir. Ja, yeah, ja. Yeah. Uhu. EMF brauchen wir noch. Ja, nehme ich mal EMF mit, wa? Ja, aber noch... Oh. Noch kein Schwarzlicht, aber ich kann nicht ziehen lassen. Mist. Na ja, dann. Weiß ich noch, wo ich hin muss? Ah. Okay. Ich weiß.
Ich weiß Bescheid. Natürlich echt merkwürdig. Also ich finde es gut, wenn der Raum öfter gewechselt wird, also wenn der Geist durch die Räume geht. Aber wenn er jetzt nur noch, deswegen nur noch in irgendwelchen Fluren abhängt, ist das irgendwie ein bisschen schwierig. Lebt die Not eigentlich noch? Ich hab eben gar nicht auf den Monitor geguckt. Was ist für ein Zimmer? Hauseigener Friseur? Jetzt mal wieder hoch. Nur das EMF dahin geschmissen. Aktuell scheint nichts los zu sein. Da vorne und dann links, ne? Hat sich gerade bewegt. Ich höre Stimmen. Hey, die Gruppe ist beisammen. Hey. Hallo. Echt schwierig, so zu wissen, ob noch alle leben. Flur wieder zu sein, ne? Irgendwie wieder der Flur, ja. War schon gesagt, ich finde zwar cool. Find zwar cool, wenn der Geist jetzt die Räume wechselt, aber wenn das bedeutet, dass er einfach nur noch in irgendwelchen Flur unterwegs ist, ist das auch irgendwie suboptimal. Ich glaube, der ist einfach als Raum in dem Flur und scheinbar scheint er irgendwie nicht begrenzt zu sein, sondern wirklich das ganze Ding. Oh. Jetzt die Frage, ob es wirklich der gesamte Flur ist oder wie Mary meint, ob er dann nur so zeitweise ist vielleicht auch. Wir hatten heute so viele Flurgeister, so viel hatten wir in den gesamten Spielstunden davor nicht. Kommt mir halt ein bisschen seltsam vor. Voll Roaming und so. Hold on, Tuki. Ja, op. Op. Op vom Fahrstuhl bei der Treppe. Phantom Mare Jurei. Über der Kamera. Geisterbox hat er gerade überhaupt nicht geantwortet. Phantom. Jurei fehlt uns das Geisterbuch. Es liegen zwei Bücher dort. Okay. Mare Box. Und Phantom EMF Level 5. Dann brauche ich die Kamera fast gar nicht mehr. Hat von euch wer EMF? Sonst müsste der Soli eins haben. Eins liegt schon unten. Ich habe eins hingeschmissen. Ah, okay. Orb ist genau bei der Kamera da. Ich weiß nicht, wie viel das wirklich über den Aufenthaltsort des Geistes aussagt, aber er schwebt da genau jetzt direkt über Soli. Oh oh. Und ich mache da keinen Orb. Und wir haben die Quest mit dem Bewegungssensor abgeschlossen. Wir brauchen noch EMF-Reader und ein Foto vom Geist. Das klingt doch nach fast gar kein Problem. So. Bist du hier, Geist? Zeig dich einmal kurz. Würde dich gerne sehen. Schreibst du uns ins Buch? Zeigst du dich kurz? Bist du hier? Kannst du mich hören? Hallihallö. Ja, von und zu Geist. Nochmal zur Erinnerung, er heißt Richard Taylor. Richard Taylor, bist du hier? Richard Taylor. Zeigst du dich mal? Richard? Gerade ist auch auf Null, ich komme auch wieder rein. Richard, wieder da?
Achso, und Mary und Wer wäre beide bei 40% etwa. Richard? Nicke mal, falls du gerade bei mir zuguckst. Richard, bist du hier? Richard Taylor? Zeig dich einmal kurz. Oh, eine kleine angetäuschte Jagd. Und ein kleines EMF-chen. Oder von mir auch das Buch. Ich komme gerade mal nicht rein, da ich weder ein Fotoapparat noch ein EMF wieder habe, kann ich gerade irgendwie nichts Sinnvolles machen. Bleib mal. Bist du irgendwo hier? Irgendwo hier im Flur? Zeige uns deine Präsenz. Zeige uns deine Präsenz. Richard, ich hab deinen Namen vergessen. Taylor? Richard Taylor? Oh, ich hab die Mülltonne gefunden. Richard! Oh, hast du die Tür aufgemacht, Richard? Warum tust du das hier hinten? Komm mit nach vorne. Wir hätten auch Gefriertemperaturen. Das ist halt, ja, das ist der ganze Flur, ne? Kacke. Geht auch die Tür. Oder waren das wir? Mich immer vor den Türen. Hallo, bist du da? Gib uns ein Zeichen. Oh, das könnten auch wir gewesen sein. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Hörst du uns? Siehst du uns? Erkennst du uns? Hallo? Bist du da? Hast du uns ins Buch geschrieben? Machst du ein EMF-chen? Was war's noch? Ich hab's vergessen. Das ist sehr schreibfaul, glaube ich, ne? Okay. Mary auf 30%. Guck mal, 30%. Wir können das bald mal jagen. Das wäre doch mal was, oder? Eine kleine Jagd. Aber ohne zu töten, bitte. Ein EMF-chen? Ich wünschte, ihr könntet den Zoli hören. Ich glaube, das wäre viel lustiger. Erzählt immer so schöne Sachen. So, Richard, jetzt komm mal raus hier. Wo bist du? Richard Moore. Hä? War das? Hat hier wer... War das ein Zeichen von dir? Hallo? Jemand da? Bist du hier? Oh oh. Ich bin etwas hin und her gerissen. Foto machen oder verstecken? Foto machen oder nicht sterben? Oh, und ich würde so gerne nachfragen, was passiert ist. Muss mal kurz zurück. Wir gehen mal wieder zurück. Ist hier was passiert? Hallo? Oh! Oh, das ist... Hi, Werbeer! Hallo, wieder mal der zwischenzeitliche Funk. Wir haben den Werber verloren. Die Mary ist bei 18%, während die Not bei 45% ist. Wir brauchen eigentlich nur noch ein Foto vom Geist und... Bin extra rausgekommen. Hinweis, wobei ich ja auf EMF tippe, aber leider hatte ich gerade nur einen Dreier-Ausschlag. Aber ich hatte auch keine Lust zum Geist zu rennen, weil ich mich nicht traue. Deswegen macht ihr das jetzt mal. Viel Erfolg. So, einmal das hier hinpupsen. Ja, tja. Ah. Ach, ficken, ich hab ihn gehört. Entschuldigung. Er hat ein Foto, er hat nicht gejagt. Der beste Foto-Session gewesen, aber wo war er denn?
Richard, wo bist du? Denk dran, das EMF im Auge zu behalten. Ja, ich hab's mir gerade eingesackt, aber... Richie! Oh. Ich bin jetzt... Oh, shit. Shit. Ich hätte ja gerne ein Foto von ihm, aber nicht dabei. Zu sterben wäre toll. Ich möchte mein Foto gerne überleben. Weil er war direkt vor mir, ich hab's genau gesehen, gehört. EMF tut sich ein Scheiß. Gar kein Ausschlag beim EMF, gar nichts. Fünfer, Fünfer. Nee, weg. Ich hoffe mal, du hast nicht mit der Not kommuniziert. Wenn komisches Hin- und Herzappeln kommunizieren ist, dann schon. Aber ich kann spoilern, Not, du kannst dich auch mitbewegen, denn die Mary hatte einen Fünfer-Ausschlag. Es ist somit das Phantom. Wir haben kein Geisterfoto. Das Einzige, was halt fehlt, ist das Geisterfoto. Ja, ich war doch dabei, als das EMF ausgeschlagen hat. Ich stand neben mir, ich hab rumgefuchtelt, dass es sieht. Ach so. Wir haben kein Geisterfoto. Ich hab mich nicht rausgetraut. Ich hätte mich raustrauen sollen, aber ich hab mich nicht rausgetraut. Ich stand direkt vor mir, ich hab's doch. Ich dachte, der Abstecker war weg, aber ja. Er hat mich erwischt. Er hat mich nicht erwischt. Wie auch immer. Seit wann habe ich denn bitte FPS-Probleme in dem Spiel? Wieso zählen die Leichen eigentlich gar nicht mehr? Das finde ich auch ein bisschen schade. Ja, Leiche ist kein Beweis. Kein Geister, was? Das ist nichts, das nichts passiert. Aber stand das nicht auch in den Bugfixes angeblich? Dass ja, das Body nicht alles. Mehr anzeigen, wenn er das fixt oder so? Was? Werbel lacht ganz schrecklich laut. Das haben wir gehört. Was ist jetzt los? Ich will auch wissen, was los ist. Er konnte gerade als Geist die Kopfkamera hier wieder hinhängen. Ernsthaft? Ach so. Mich schon gewundert, dass er eine Kopfkamera. Ah, okay. Ein ordentlicher Geist. Finde ich gut. Geisterkamera. Erstmal aufräumen. Finde ich gut. Nichts verkommen lassen, auch im Tod. Also, ich würde sagen, wir fahren. Oder wollt ihr noch ein Geisterfoto? Ich hätte gerne eins, aber das ist hier echt schwierig. Halt, ich hab noch nicht eingeloggt. Was war das jetzt nochmal? Phantom. EMF war das letzte, ne? Genau. Phantom, ja, hab ich. Ich glaube, das Foto ist hier echt schwer zu kriegen, weil er dich ständig erwischt, weil er direkt neben dir spawnt. Und du nirgendwo so schnell hin kannst. Weil die Jagdphasen so mega lang sind. Ja. Bei der Schwierigkeit. Ich bin jetzt hier. Warum? Aufräumen. Und dann. Ich hab nicht gesehen, wie der Werbel gestorben ist. Ich hab's gehört, es klang sehr schön. Das ist toll. So leises. Das ist schön. Okay, dann fahren wir. Dann drücke ich in 3, 2. Müssen schneller machen. 1. Nein. Tschüss, Werbe. Ja. Ruhe in Frieden. Hast du gut gemacht. Hast du Werbe. Gegeben. Geht so. Hey, warum hat er so viel Geld gegeben? Ja, für dich nicht so. $270.
Naja, große Map ja, halt. Armer Werbär. Es war gut, dass du dich nicht rausgetraust hast. Genau das habe ich gemacht. Er geht die Treppe hoch. Ich denke mir, geil, machst ein Foto. Ja, aber Phantom, er verschwindet und auf einmal rennt auf mich zu. Oh shit. Es ist eigentlich so super dumm, dass man sich immer noch Sorgen um das Geld macht, ne? Eigentlich ja. Das ist so viel Geld. Jetzt kann ich mal. $5,330. Komm, wir ballern alles, einfach alles rein. Mindestens viermal. Okay, das ist krass. Sehe ich auch nicht. So, rein damit. Okay, alles viermal, außer Stativ und Kamera, die habe ich achtmal. So, aber ich beende mal die Runde. Es war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, mal nicht miteinander reden zu können. Seltsam auf so einer großen Map. Also man merkt schon, wie sehr da der Multiplayer eigentlich im Vor... der vorne steht. Vordergrund steht. Weißt du, was ich sagen wollte? Jedenfalls Multiplayer gut, Singleplayer gruselig. Und damit bis zur nächsten Folge. Tschüss!